Herr Franz ist Innenarchitekt und das hat einen guten Grund, warum er hier ist, denn der Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten bestückt dieses Programm, dieses Vortragsprogramm gemeinsam mit dem Biobauportal hier rechts in der Ecke und dem Bauzentrum. Und wir fangen heute eben mit der Innenarchitektur an. Ich finde es schön, dass Sie die Gelegenheit uns geben, mal ein bisschen was über Ihren Beruf zu erfahren. Denn viele Menschen können sich, glaube ich, sehr wenig vorstellen, was macht ein Innenarchitekt. Und der Herr Franz zeigt an einem sehr schönen Beispiel, was sein Beruf alles kann. Nämlich er vergleicht vorher und nachher. Bitte schön, Herr Franz. Ja, vielen Dank, Frau Pinscher. Ja, guten Morgen an die Frühaufsteher. Schön, dass Sie um die Zeit hierher gefunden haben. Wir haben das Thema Vorher-Nachher-Häuser, aus alt mach neu. Und für diejenigen, die es nicht glauben, da handelt es sich um denselben Raum, dazu gleich noch mehr. Was erwartet Sie in diesen gut 20, 25 Minuten? Sie sehen etwas über die Wohnsituation in Bayern, ganz kurz ein klein bisschen Statistik, die ganz interessant ist. Dann anhand von 3 realisierten Beispielen, die wir in letzter Zeit geplant hatten. Einmal eine Totalsanierung von einem kompletten Einfamilienhaus. Dann, wie man letztendlich nur einen einzigen Raum neu gestaltet und entsprechend aufwertet. Und dann eine Etage in einem Wohnhaus als erster Bauabschnitt, weil das gesamte Gebäude für die Zeit finanziell zu viel war. Und zum Schluss natürlich gerne Fragen, die Sie haben. Steigen wir ein in ein bisschen Statistik. Interessant daran ist nur, dass in Bayern, München, Bayern, Großraum, mehr als 2/3 der Wohnungen und Wohngebäude mehr als 40 Jahre alt sind. Das heißt, die müssen irgendwie angepasst werden an neue Lebenssituationen, an Technik, an Energie. Und da ist einiges zu tun. Die unterschiedlichen Lebensphasen, die wir Menschen so durchleben, da muss unser Wohnraum natürlich mitmachen. Wir fangen an zu zweit, Familie wächst, ein Kind dazu, 2, 3, dann kommen irgendwann Freunde dazu, irgendwann die Enkel. Irgendwann verändert sich auch wieder die Räumlichkeit oder die Nutzung der Räume für 2 Personen bis hin unter Umständen 1 Person. Die Räume müssen dann auch der nachlassenden Mobilität Rechnung tragen, unter Umständen auch angepasst werden, dass sie barrierefrei sind und so weiter. Alles das muss ein Wohnhaus oder eine Wohnung im Laufe unseres Lebens mitmachen können. Noch eine kleine Statistik, auch ganz interessant, was die Qualität der Ausführung betrifft. Es ist untersucht worden, Bundesrechnungshof und verschiedene Institutionen. Die Gesamtkosten eines Gebäudes über 50 bis 100 Jahre Lebenszyklus, wo man sagt, da ist die Anfangsphase, die Herstellung, das Erstellen mit Planung, mit Baugenehmigung, mit allem, gerade mal 20% der Gesamtkosten. Die Hauptkosten eines Gebäudes, die wir benötigen, geht in die Unterhalt, in die Wartung, in die Modernisierung, in die Renovierung, Energiekosten. Und wenn wir jetzt bei der Herstellung auf Qualität, auf gute Qualität achten, dann können wir diesen Hauptunterhaltsanteil deutlich reduzieren. Das heißt, nicht immer nur am Anfang bei der Herstellung auf die Kosten achten, dass man die möglichst gering hält, sondern wie gesagt, in gute Qualität investieren, auf Dauer das Billigste, nachgewiesenermaßen. Gut, dann kommen wir zu den Themen, um die es heute geht. Das erste Projekt ist ein Rhein-Mittelhaus, Großraum München. Es ist ein Split-Level-Gebäude, ziemlich genau Baujahr 78, also passt in die Statistik, 30% älter als 40 Jahre, 2/3 der Gebäude älter als 40 Jahre. Das ist der Vordereingang und wir haben hier total saniert. Die Bewohner sind für 5 Wochen in Sommerferien ausgezogen. Da musste der Hauptanteil dieser Arbeiten musste stattfinden. Und innen beginnt für uns auch außen, also es hat dann auch Konsequenzen und Auswirkungen. Wir haben innen verändert, wir haben die Fenster komplett neu gemacht, das Dach wurde abgedeckt, neu gedämmt, wir haben oben die Gaube verändert und somit wirkt sich das natürlich auch auf das Äußere aus. Gut, ja, und
Gut, also, jeder verstanden. Die Ausrichtung ist auch eine nicht so gute. Es ist ein schmaler, langer Schlauch. Also die Belichtung des Gebäudes innen ist nicht ideal. Die Rückseite, Entschuldigung, wieso geht das jetzt nicht? Die Rückseite sieht so aus, sah so aus. Mittlerweile sieht es so aus. Wir haben auch einen Baum, der kaputt war, den haben wir entfernt auch, um die bessere Belichtung in den Räumen hinzubekommen. Und auch der Garten wurde bei der Gelegenheit neu mitgestaltet. Und das ist der Klassiker, wie das so ist. Das Gebäude wurde, wie gesagt, vor 40 Jahren erbaut vom Vorbesitzer unserer Bauherren. Der hat es sehr rustikal gemocht mit einem offenen Kamin, die unsere Bauherren seit 15 Jahren nicht mehr benutzt haben, weil es ihnen zu aufwendig war und er nie so richtig gezogen hat und so weiter. Küche, Wohnbereich, Küche. Wie gesagt, sehr rustikal. Wir haben dann die Planunterlagen, die wir so bekommen haben, die sind meistens spärlich, haben wir dann komplett neu eingearbeitet in unser CAD-System, haben diese Grundrisse erstmal dargestellt und dann arbeiten wir sofort im 3D-Modell. Das heißt, wir und auch Sie als Bauherren können da sich in den Räumen dann bewegen, die Veränderungen, die wir vornehmen. Und hier nur, um das zu zeigen, Split-Level, also hier ist der Eingangsbereich neben der Garage, dann geht es eine halbe Etage in die Kellerräume, Heizung und Waschküche und so weiter, dann geht es eine halbe Etage hoch im Gartenbereich, Terrasse, wieder eine halbe Etage kochen, essen, weitere halbe Etage arbeiten, wohnen, Bad, bis hin schlafen. Und wir haben hier, es sind insgesamt mittlerweile 9 Ebenen, eine 9. Ebene eingezogen. Das war dieser große dunkle Dachraum, haben neue Dachgauben dazu gemacht und ist im oberen Bereich kam eine Sauna dazu, ein Wellnessbereich, ein bisschen Fitness, hatten die Bauherren so gewünscht. Und um das Ganze zu realisieren, ist die Planungsphase davor entscheidend. Und da geht es oft um Geduld, dass der Bauherr, der möchte anfangen, der möchte loslegen. Und wir haben also für dieses Projekt, wie gesagt, die sind 5 Wochen ausgezogen in der Zeit, am Campingplatz gegangen und mussten hinterher wieder einziehen. Und wir haben über ein Jahr Planungsvorlauf gehabt, um dieses Projekt überhaupt zu realisieren. Sie müssen die ganzen Handwerker dazu kriegen. Sie müssen die Kosten natürlich im Griff haben. Wir haben verschiedene Konzepte erstmal ausprobiert. Irgendwann ist eine Entscheidung getroffen worden. In diese Richtung geht's. Dann müssen wir die Kosten dafür ermitteln. Dann müssen wir die Handwerker finden, die auch in diesen Zeitplan sich einfügen. Die müssen verlässlich sein, die müssen da mitmachen, weil eins ins andere greift. Und sobald einer dort sich dann nicht mehr dran hält, bricht das gesamte Zeitgefüge auseinander. Und es ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit für die Planungsphase nimmt und erstmal ein Ergebnis entwickelt und auch formuliert und festhält. Und dann geht es nur noch darum, dieses Ergebnis zu erzielen und zu realisieren. Der Laie macht oft, fängt irgendwie an, der hat dann keinen Einfluss aufs Ergebnis, weiß gar nicht, was genau rauskommt. Es kommen Überraschungen, die den Zeitplan und die Kostenplanung völlig durcheinander bringen. Und wir können nur empfehlen, vorher sich ein bisschen Zeit zu nehmen und erstmal das Projekt komplett durchzuplanen und zu wissen, was nachher auch rauskommen soll. Es wird besser, es wird billiger und es geht schneller. Auch wenn es am Anfang sehr viel Geduld erfordert. Das sind einfach jetzt so Bilder von der Bauphase. Sie sehen also, in der Zeit waren Wohnen während dieses Umbaus nicht möglich. Es kamen dann auch Stützen, wurden entfernt, Träger mussten eingezogen werden. Wie gesagt, das Dach wurde abgedeckt, die Ziegel Großteil wiederverwendet. Wir haben nur die Dämmung neu aufgebaut. Auch dort ist KfW-Förderung so ein Thema gewesen, das mit einbezogen wurde. Das sind dann in der Vorplanungsphase bestimmte Fristen mit einzuhalten. Alles das sind die Dinge, die mit einfließen müssen vorher. Und auch diese Ebene, die wir eingezogen haben, der Statiker hat das kurz berechnet. Die Logistik an der Baustelle ist auch so ein Thema für den Planungsvorlauf. Wir haben nicht unendlich viel Platz, um Material abzulegen, um anzufahren und so weiter, wenn dann größere Aktionen notwendig sind. Wie gesagt, das Dach wurde komplett neu gemacht. Wenn dann der Bodenbelag, Fußbodenheizung drin, wir haben vorher geprüft, lässt der alte Bodenbelag sich gut abnehmen. Der Wunsch war wieder Feinsteinzeug fließen, die haben 2 Hunde. Wenn diese Bereiche, diese jeweilige Ebene dann verlegt wurde, konnten 1,5 Tage lang die Folgehandwerker nicht drauf. Alles das sind Dinge, die für diesen Ablauf, für die Ablaufplanung wichtig sind. Und das muss man sich vorher überlegen, wie das Ganze ineinander fügt. Es kommen trotzdem noch Überraschungen, aber die sind dann so gering, und wir kennen auch sofort die Konsequenzen aufs Ergebnis und können gut entscheiden. Dann
klassisch das Bad, wie es so war. Heute sieht das so aus. Da war der Wunsch, eine transluzente Glasschiebetür. Und was Sie hier sehen, ist jetzt von der halb versetzten Ebene des Tageslichts, das da reinkommt. Und da ergeben sich dann auch nochmal ganz interessante Lichtwirkungen. Das war der Blick vom S-Bereich jetzt in den Wohnbereich. Auch dieses Geländer, das sah schon immer aus wie ein Baugerüst. Ja, das war halt der rustikale Stil, den wollten sie nicht. Heute sieht das Ganze so aus. Wir haben im Wohn-S-Bereich, der Bauherr liest gerne. Wir haben ihm dann vorgeschlagen, so eine Leseecke zu machen. Da war er am Anfang sehr skeptisch und wir haben ihn fast überredet dazu. Mittlerweile ist es sein Lieblingsplatz. Wir haben dann das Geländer, wie gesagt, als Thema auch genommen. Das haben wir komplett erneuert. Das sieht heute so aus. Hier fehlt noch der auf dem Foto noch der Holzhandlauf, der das Ganze dann natürlich noch vollendet. Das ist diese Gaube, die wir ersetzt haben durch eine sogenannte Cabrio-Gaube. Sie haben einfach ein längeres Dachflächenfenster, das sich dann zu einem Balkon aufklappt. Ist der Lieblingsplatz von der Bauherrin. Sie können jederzeit balkonartig frische Luft schnappen. Ohne großen Aufwand mit Bodenabdichtung und sonst was. Das war die Küche, Küche-Essbereich. Wir haben, wie gesagt, die beiden Stützen entfernen lassen. Heute sieht das Ganze so aus. Das Ganze ist heller geworden, es ist freier geworden, es ist luftiger geworden. Der Blick in die andere Richtung, auch wieder hier die beiden Stützen mit den Durchgängen und so Nebenräumen. Wir haben die komplett entfernt und haben das Ganze in ganze Küchenutensilien und so weiter in diesen Schrankräumen untergebracht. Und der Essplatz, dieser Erker, der am Haus war, der sieht heute so aus. Also Sie haben sich dafür entschieden, qualitätvoll, in guter Qualität das Ganze herzurichten, dass Sie die nächsten 15, 20 Jahre nicht wieder investieren müssen, wieder renovieren müssen. Das war einmal jetzt ein Paket, wie gesagt, über eine überschaubare Bauzeit und mit einem einfach guten Ergebnis. Hier nochmal der Wohnbereich, der heute so aussieht. Also das sind alles die Aufgaben, die wir auch haben, dass eine räumliche Qualität entsteht, die Aufenthaltsqualität in den Räumen sich verbessert. Hier haben wir ein Beispiel, da ging es nur um einen einzigen Raum. Gebäude nicht ganz so alt, aber auch gute 30 Jahre, Großraum München. Wir haben dann so einen Grundriss noch gefunden, da haben wir das mal eingezeichnet, da war so eine Holzbank fest eingebaut und so ein Kamin. Auch das Haus haben unsere Bauherren gebraucht, gekauft, gute 15 Jahre her. Und da waren einfach Dinge drin, die ihnen von Anfang an nie so gefallen haben. Wir haben dann, nachdem sie ein paar Jahre zuvor erst den Boden komplett haben neu verfließen lassen, war das für Material und Farbkonzept für uns natürlich die Basis, der sollte bleiben, das war die Aufgabenstellung und dann haben wir entsprechend Materialien und Farben angepasst. Wir haben dann Vorschläge erarbeitet, verschiedene Möbel, genau die, wie sie jetzt hier sind, wurden eingesetzt und da Sie das sehen, der Bauherr sammelt hier diese wertvollen Figuren, die kamen nie so wirklich zur Geltung. Wir haben ihm vorgeschlagen, er soll die einfach exponierter setzen und damit ergibt sich ein anderer Raumeindruck. Auch hier diese Richtung, Glasvitrine war der Bauherrin wichtig, dass sie die hat und das Ganze sieht heute so aus. Die Eckbank ist weg, diese eingebaute, wenn die sind zu zweit in der Regel, haben aber doch Kinder und Enkelkinder und sind dann ganz schnell mal 12 Personen, mehrmals im Jahr. Den Tisch kann man entsprechend erweitern und somit ist das Ganze dann auch auf die Funktion ausgelegt. Wie gesagt, das ist so das, was heute ist. Wie gesagt, das ist der Kachelofen, der Ihnen von Anfang an nicht gefallen hat. Wir haben den dann einfach neu designt und nach unseren Entwürfen so bauen lassen, wie es mit dem Bauherrn abgestimmt war, sodass Sie auch da sich heute wohler fühlen. Dann das letzte Projekt, da ging es auch wieder um ein Haus. Junge Familie, kleines Kind, haben das Haus von den Eltern gekauft und möchten da jetzt die nächste Zeit ihres Lebens verbringen. Haben gesagt, gut, das möchten wir einfach auf Stand bringen. Die Elektrik ist übrigens bei den beiden Projekten komplett neu gekommen. Bad wurde neu gemacht. Da ist sehr viel dann an Haustechnik natürlich in diesem Zuge auch zu übernehmen. Die Fußbodenheizung wurde geprüft. Die ist noch gut. Die hält ewig. Die konnte man drin lassen. Und somit haben wir hier ein Projekt, wo die wollten erst auch komplettes Haus umbauen und dann sind doch in der ersten Ermittlung sind die Kosten einfach, haben das Budget überstiegen und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir erst eine Ebene
und in 2, 3, 4 Jahren die nächste Ebene. Und die lieber gescheit, anstatt überall nur so ein bisschen mehr schlecht als recht. Das Gebäude, wie gesagt, von außen, Vorderseite, Rückseite. Wie es so ist, kriegen dann so einen Grundriss, wenn wir Glück haben, ist hier die Garage, dann geht es hier rein, dann war hier so eine Tür, dann eine Flur, das Treppenhaus, WC, da ging es in die Küche rein, hier so ein Essplatz, im Grunde immer im Dunkeln, schlechte Belichtung hier, von da kommt auch nicht so viel Wohnbereich, wie es dann so ist. Und ist der Eingang, wie er war, das Treppengeländer, Treppenraum, der da ist, der Blick von hier raus in den Garten und dieser Kamin, den Sie ja schon kennen, der sitzt in dieser Ecke. Gut, wir haben Ihnen dann vorgeschlagen, doch komplett diesen Teil zu entfernen, die Wände komplett rauszunehmen und haben das Ganze dann entsprechend dreidimensional animiert. Und als wir das vorgeschlagen hatten, waren die Bauherren geschockt. Alles raus, um Gottes Willen. Geht nicht. Haben sie überlegt, nach einer Woche kamen sie wieder, ob man nicht ein bisschen wegnehmen könnten. Sag ich, dann haben sie aber nichts davon, haben sie einen hohen Aufwand und trotzdem schlechte Räume. Dann sind sie wieder nach Hause, ein paar Tage später kamen sie wieder. Also die Eltern haben gesagt, mach das auf keinen Fall, der Treppenraum und Akustik und Temperatur und sonst was. Und wir haben gesagt, wenn ihr besser leben wollt, das heller haben wollt, macht das, das lässt sich alles regeln, ist auch geregelt. Und dann haben sie 3 Tage wieder überlegt, haben tief durchgeatmet, kamen und haben gesagt, okay, wir machen es. Gegen alle familiäre Empfehlungen. Und wir haben das, wie gesagt, alles im dreidimensionalen Modell. Es ging dann darum, dass wir gesagt haben, dieser Treppenraum, wir öffnen das komplett, aber der soll räumlich zurücktreten. Deswegen haben wir den in einer ganz geringen Reflexionsgrad, also dunkel hergestellt, die Wände, dass dieses Treppenhaus keine Bedeutung bekommt in dem Raum. Sieht man gleich noch. Wie gesagt, wir haben dann das entfernt, haben hier vorne den Garderobenbereich mit dem Schrankraum und Sitzplatz, wenn der Sohn die Schuhe angezogen bekommt und so weiter, so ein bisschen diese Schleuse zum Eingang und haben dann eben hier Küchenbereich. Hier ist komplett offen, da ist nur ein Träger eingezogen worden. Wir haben dann den Essplatz hier im Hellen vor allem, am Tageslicht. Haben einen Wohnbereich, haben den Kamin neu gemacht und das offene Treppenhaus. Und so sah es eben aus, von der Küche über den Essplatz raus in den Garten. Wir haben hier den Blick im Wohnbereich, da ist so ein Vorsprung im Haus. Wir haben da das Fenster zu einem Fenstertür noch geöffnet. Und das Ganze sieht heute so aus. Das ist tatsächlich dasselbe Haus. Und da ist eine ganz andere Wohnqualität da. Und selbst die Eltern, die sagen heute, sind begeistert, hätten niemals gedacht, was man aus so einem Haus, aus solchen Räumlichkeiten machen kann. Sie hätten es nicht geglaubt und fühlen sich selbst auch wohl, obwohl sie 30 Jahre eben ganz rustikal gelebt haben. Also das funktioniert. Hier ist nochmal der Blick zurück in die ehemalige Küche, in diesen dunklen Essplatz. Diese Wand, die wir ja komplett rausgenommen haben, hier mit dieser Tür und wieder hier der Essplatz, sieht heute eben so aus, das Ganze. Und auch hier wieder den Kamin und diese Ecke, die wir komplett entfernt haben, auch das sieht heute so aus. Dann haben wir gesagt, gut, aus Kostengründen lassen wir den Steinbelag von der Treppe drin. Wir haben komplett einen Echtholzparkett auf die Fußbodenheizung gelegt, einfach um das Raumgefühl angenehm zu haben, funktioniert auch. Und bei dem Steinbelag haben wir gesagt, finanziell, das übersteigt wieder den Rahmen, haben dann entsprechend nur den Handlauf angepasst, modernisiert. Und hier, das ist das Spezielle, nachdem wir die Wände so dunkel gemacht haben, muss man natürlich für die Sicherheit und die Begehbarkeit sorgen, denn normalerweise reflektiert ja das Licht über die Wände auf die Stufen. Und gerade jetzt ältere Menschen, wenn die Großeltern kommen, die sollen natürlich die Treppe sicher begehen können. Und da haben wir einfach eine Lichtberechnung machen lassen, sodass die Stufen so sicher ausgeleuchtet sind mit relativ wenig Leuchten, dass das qualitätvoll gut ausgeleuchtet ist. So sah es aus und so sieht es eben jetzt aus. Und einfach noch so ein bisschen Inspirationen, wie sich die Bauherren heute sehr, sehr wohlfühlen. Ja, dann, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, Sie sind ja schon schön gewachsen, gerne jetzt oder
jederzeit auch hier um die Ecke, ist Bund Deutscher Innenarchitekten. Da erfahren Sie auch noch ein bisschen mehr über das, was wir Innenarchitekten so machen, oder jederzeit auch im Netz. Vielen Dank, Herr Franz.